Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play. Kommt bei Klaustrophobia zum mit den lieben Silence und den lieben Tommy, der nicht da ist. Hallöchen. Wir hatten letzte Folge einen kleinen Fail, haben jetzt mal ein wenig die Batterien ausgebaut und noch mehr Lecks erzeugt. Also sind einfach genauso wie vorher eingestellt, quasi von innen gehen die erst nach außen und oben leiten die wieder zurück. Das sollte jetzt auch alles soweit funktionieren, hoffen wir. Und wir werden heute den nächsten Versuch machen. Und während ich den nächsten Versuch gleich starte, wird Tom ein wenig Autocrafting machen. Denn uns ist nämlich eingefallen, dass wir eine bessere Energiespeichermethode haben. Und zwar von Nuklearcraft, die Piles. Einer von denen hält 102 Millionen und kann anscheinend unendlich rauspumpen, meinst du? Das weiß ich nicht, aber sollte... Ja, bau mal erstmal ein, glaube ich. Es hapert an Uranium. Was? Den kleinen Getreschten. Ach so, ja gut. Das war klar. Okay, dann würde ich sagen, ich mach an, oder? Ja. No risk, no fun. No risk, no fun. Zack. Und ach, direkt einmal überbrücken. Da wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Strom brauchen werden. So, aber wir müssen jetzt... Oh, leck das. So, ich weiß nicht, ob man das bei YouTube irgendwie großartig sieht, aber das ruckelt bei mir unheimlich stark. So, und wir fahren den Reaktor wieder hoch. Der hatte sogar noch ein bisschen Kühlung drinne. Mal gucken, ob es diesmal reicht. Okay, die ersten sind schon leer. Oder fast leer. Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich will es mir nicht angucken, oder? Doch, also jetzt ist es bei 40%. Ich baller halt gerade 160 F pro Tick da rein. Dementsprechend geht die Batterie halt auch schnell leer. Können craften, ich crafte mal zwei. Nee, ich will. Ja, dann habe ich abgebrochen. Gut. Einmal DU, nee, Elite. Da, Elite. Ja. Zweimal ja. Start. So, da komme ich mal kurz raus und guck mal das Crafting an. Ich glaube, so lange wird das gar nicht dauern, oder? Ja, eigentlich nur wegen dem Holz. Weiß ich nicht. Charcoal und sowas. Das geht relativ schnell. Die haben wir auch schon abgeupgradet, oder? Ja. Kann ja mal gucken. Oh, gut. Also, Charcoal. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Intelligenteste gewesen, dass wir da jetzt auch noch so viel Strom verbrauchen. Sind nur 211. Ja gut, jetzt bei 70% schon und Batterie und 1100. Fängt langsam an zu schwächeln. Ja genau, so langsam fängt die Batterie an zu schwächeln. Der ist ja schon. Ja, der ist gleich oben. Relativ weit. Aber warum hat das denn eben überhaupt nicht gereicht vorne und hinten? Weiß nicht. Entweder... Weil das doch vielleicht zu lang gedauert hat? Kann auch sein. Na, guck mal. Oh. Ja, doch. Wie viel Strom jetzt? Stimmt, der ist zwischendurch immer wieder runtergekühlt ins Negative. Ja, ja. Und dadurch hat das deutlich länger gedauert. Und mehr Strom gezogen, weil wir zu wenig eingeleitet haben. Ja, dann hätte die alte Batterie wahrscheinlich doch gereicht. Weil wenn man guckt, die ist halt... Dass wir zu wenig Output hatten. Die ist halt im Prinzip noch voll. So, außen auch alles in Ordnung, ja. Dann sollte er gleich... 300. Aha. Yay. 200. Also die letzte Folge existiert natürlich nicht. So, zack. Oh, und er fängt an. Und jetzt sollte er eigentlich ohne Strom auskommen. Ja, richtig. Genau. Also wenn er anfängt, sieht man jetzt hier nicht, aber da wird quasi so eine Flüssigkeit durchgejagt. Ist halt das, was die hier sozusagen fertig machen. Und die erhöht halt massiv Temperatur. Und wir kriegen Heliumgas schon raus. Machst du das mit den Einstellen? Kann ich machen. Heliumgas kommt in die Bin, glaube ich. Ja. Und der Rest, das sind die. Kann man das da irgendwie. Ah, so, okay. Das heißt hier Whitelist, Power. Und hier Blacklist, Power. Ja. Ja, jetzt läuft er. Wunderbar. Der verbraucht alle. Das sah sogar aus wie 30 Sekunden jetzt. Alter, das ist ja gar nicht, was der verbraucht. Aktuell noch nicht. Der wird er auch nicht mehr verbrauchen. Doch, wenn er hochfährt, verbraucht er noch ein bisschen mehr wieder. Das siehst du? Warte, ich zähl gleich mal.
Ja, aber Efficiency 0% macht noch kein RF. Interessant. Aber davon abgesehen, der hat erst 77 MK und wie viel braucht er? 77 Millionen oder sowas? Alle 14 Sekunden circa. Hier, also 14.000 MK und der ist jetzt bei 90 MK. Ist die Zentrifuge nicht angeschlossen? Nee. Doch? Nee. Fehlt ein Kabel. Achso. Dass das gleich leer geht. So. Nö. Ah. Jetzt läuft's wieder. Ja, jetzt powert er den Strom hier halt rein. Ach stimmt, den Output. Ja gut, den Output von der Batterie können wir dann wann anders nochmal fertig machen. So. Warte mal, was bringt das eigentlich, wenn wir das wie jetzt rein? Wie viel Strom braucht das Ding? Wie viel Hitze, damit der eine F produziert? Der hat insgesamt... waren das 14.000 Megakelvin. Die Elite-Teile sind fertig. Also, das wären dann 140.000, das heißt 1.400 Megakelvin für 1%. Ach du Scheiße. Also, ja. Wir müssen ihn natürlich gleich noch ein bisschen kühlen. Aber, warte mal, wenn wir ihn jetzt kühlen, ging der trotzdem jetzt so schnell hoch oder ging der... Dann ging der langsamer hoch. Ja, gut, dann müssen wir einen Augenblick warten. So. Noch ein Blick ist gut. Hast du die Teile? Sind im System. Ja. Boah, ich muss aber mal. Nein. Sound. Was ist das denn? Was denn? Der Reaktor Blocks, soweit ich weiß. Ja. Hol den. So. Zentral. Ja, hier drunter einfach. Ja. So, das heißt... Ups. Ja, die gut. Die müssen fertig sein, oder? Ja, sind fertig. Alle beide. Das heißt im Endeffekt, wir würden hier sozusagen einen als Input nehmen, würden den komplett nach oben leiten und einmal raus. Ja. Es ist die Frage, wollen wir einfach bei Resonant da bleiben? Naja, 25.000... Also ich würde schon Kryo wieder nehmen. Okay. Weil wir haben ja noch welche. Ja. Im System sind noch welche, oder? Na ne, hast du alles. Was? Ich weiß nicht, wie viele du hast. 35 noch. Ich kann welche craften, ist kein Problem. Nee, ich glaube, das sollte reichen. Wir kriegen ja auch gleich noch einen ganzen Haufen wieder, von daher. Und. So. Weil das wird dann ja quasi unser Output demnächst. Kommt jetzt natürlich noch Strom rein, logischerweise. So. Boah, leckt das. Aber gut, wir können das ist so den. Stumm bei dir? Ja, also ich habe wirklich Drops von 120 teilweise auf 10 runter. Boah, aber das habe ich nicht. Und das ist dann halt dauerhaft. Aber kann auch sein, dass mein PC gerade wieder ein bisschen Mucken macht, weil ich heute so viel gerendert habe. Dass die Festplatte ein bisschen mi macht. Time to say goodbye. So in etwa. Wir kriegen keinen Strom mehr rein. Was? Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich so eine Zelle zwischenklemmen. Wie kann man nochmal Input und Output da ändern? Drift rechts liegt. Aber muss halt weiter weg, damit die mich auch sammelt. So. So, das heißt, rot war Output, oder? Ja. Okay. Ja gut, wobei, noch muss man die andersrum haben. Output. Na? Er macht eine F. Input. So. Wir kriegen halt gerade keinen Strom mehr rein. Ja, aber da drüben aus ist der Output. Wir kriegen von außen normalerweise noch 2000 Strom rein. Was? Ein RF? Wow. Dafür hat sich der Aufwand ja richtig gelohnt. Cool. Dann wird das, glaube ich, doch ein bisschen knapp mit Streamen gleich. Das wird aber sehr viel Strom raus, jetzt nicht mehr. Hä? Ich frag mich halt gerade nur. Wie? Das weiß ich nicht. Ich würde, glaube ich, sogar hier tendenziell die
Peil jetzt zwischenklemmen. Und das andere einfach nur ergänzen sozusagen. Das heißt, da kommt Output rein. Dann kann man nämlich hier direkt den einen RF auch abzwacken. Zwei RF sogar. Zwei RF? Ja. Das finde ich geil an den von Ender.io, dass man halt sieht, wie viel rein und raus geht. Ja. Weil hier sieht man halt gar nichts davon. Leider. So. Und, warte, wir brauchen ca. 32.000, oder? Mehr, oder? Achso, ja doch, ca. 32.000. Ja. Ja, wie machen wir das? Weil dann würde ich nämlich die Batterie jetzt erstmal hier abklemmen und größtenteils leer laufen lassen. Wir haben immer noch die drei Energy Cells hier drüben, die noch mit leer laufen. Stimmt, wir können hier die Überbrückung auch wegnehmen mittlerweile. Dann sehen wir ja, ob das reicht. Weil ich würde halt ungern so viel Strom dann jetzt unnötig voll im ME-System lassen. Ich würde das jetzt hier einfach alles komplett abklemmen. So. Ah ja, die geht tatsächlich gut hoch. Ich hab die sehr viel. Ja, ja, gut, sind halt nur 102 Millionen. Im Gegensatz zu 50 mal 32 Millionen, aber wir brauchen ja nicht so viel Puffer. Deswegen. 4 RF mittlerweile. Und so viel? Ja. Aber, was mich ehrlich gesagt wundert, warum wir hier jetzt keinen Strom mehr reinkriegen. Das weiß ich auch nicht. Ach, der ist schon auf Input da oben gestellt. Deswegen. Ja. Ja, die Zelle hier ist schon auf Input gestellt. Das heißt, wir haben da die ganze Zeit keinen Strom reinbekommen. Jetzt. Ja, jetzt wird's weniger. Ja, drücken wir es mal so aus. Lädt sich ja auch der Zwischenspeicher auf. Ja, gut, aber brauchen wir dann ja nicht. Also ich würde den Zwischenspeicher vielleicht sogar wirklich da lassen. Dann haben wir halt noch einen Puffer mehr sozusagen. Oder ja. Was hältst du davon? Ey, das können wir lassen hier, den hier. Ja, weil... Wobei, dann könnten wir uns eigentlich auch den Umweg da oben komplett lang sparen und einfach hier direkt zwischen machen. Also diese hier quasi ein weiter... Ah, wobei, dann haben wir vielleicht Probleme mit dem... Ja, ja, mit dem Bin. Bin. Also das quasi... So. Zack, Input. Da kann das nämlich hier alles weg und wir haben viel, viel weniger Kabel. Und sobald der Reaktor läuft, können wir auch das andere Kabel hier komplett wegnehmen. Ja. Und dann hätten wir hier quasi den Output. Den wir jetzt auch schon nehmen könnten, aber brauchen wir noch nicht. Dann haben wir weniger von diesen blöden Kabeln. Stimmt. Weil die erzeugen einfach so... Mir kann jeder sagen, was er will, aber die Dinger, die erzeugen einfach Lecks ohne Ende. Das stimmt auf jeden Fall, weil bei mir sieht es auch nicht mehr so. Ja. Wobei wir hier aber die nächste Batterie noch zwischenklemmen müssen, die quasi das unten betreibt. Die müssen wir da jetzt noch zwischenklemmen. Also wir brauchen noch eine Elite mehr. Da muss ich nur ein bisschen Holz holen, aber es ist was da. Eine neue bestellen, wenn du magst. Ja. So. Irgendwie schade, dass man hier das Crafting dann nicht sieht. So, da. Gut. Aber, wie viel... Oh, wir haben 0,6 Neutronenfluid erst. Also 0,6. Nichts. Also Millibucket. Wird ja aber trotzdem... Warum hast du hier Gelid Cryotium gemacht? Das soll hinten an dem Fluid Transporter dran. Ja, weil ich würde dann halt Redstone langsam mal reinschmeißen, deswegen, weil wir brauchen halt Redstone ohne Ende. Ja, da ist noch was drin. So. Deswegen. Ja, das wird austauschen. Muss das gedacht. Ah, okay. Dann wird das hier reingehen. Hightech. Wir sind schon wieder bei 15 Minuten und der Reaktor läuft immer noch nicht.
Also, damit, weil es dauert einfach zu lange, bis der hochgefahren ist. Wir müssen den quasi... Ja, wir brauchen Wasser dann noch hier. Wollen wir das noch schnell fertig machen? Ja. Dass wir den auf 100% kühlen. Zwar fährt er halt deutlich... Nee, der fährt gar nicht langsamer hoch. Nee? Nö. Ja, gut, dann passt. Oh, ich habe jetzt schon 240% Cooling Rate. Das ist viel zu viel. 80%, also ein einzelner macht 80%. Da können wir auch bald fast nur Wasser nehmen. Theoretisch, naja, ein Quarz macht so viel wie 20 Wasser. Wie viel? 20 Wasser. Ja gut, dann bräuchten wir... Ja. Ja, komm. Bringst du einen Fluid Transport, Aqueous Accumulator und Co. alles mit? Wollen wir nicht von unserem Hauptdienst anschließen? Ich hätte jetzt nicht hier noch eine Pipe mehr reingepackt. Ich auch nicht. So. Aber... Da kommt schon mal Output. Und da Input hin. So. 30 RF sogar schon. Also es dauert jetzt relativ lange. Wir müssen... Also wir werden quasi, sobald diese Batterie leer ist... werden wir halt gleich hier noch eine neue Batterie hinpacken, die quasi einmal den Zwischenspeicher macht. Wo soll es denn hin? Bei, warte mal, wir haben jetzt ja... Ja, ist eigentlich egal, also... irgendwo hier, mir egal wo. Also wir brauchen 4-5 Stück mit denen. So, 3 Stück da. 3 Stück da. Müsste. Ja. Boah, leckt das. Reicht das nicht? Ich weiß es nicht. Nee, 88. Also 6 Stück bringen 8%. Ja. Okay, das ist echt wenig. Also bringt einer, das kann man. So. Ich würde hier gerne irgendwie mal. Wie hast du jetzt angeschlossen? 90. So. Jetzt? 96. Nächster? 90, 98, 99, 100. Genau 100. Genau 100 oder pendelt 30, sich noch ein? Ja, genau 100. Oh, wunderbar. Oh, wir sind schon bei 18 heißt, Minuten. Können wir jetzt theoretisch noch was machen? Ja, noch nicht ganz, aber fast so. Das heißt, da ist Input. Und wir brauchen dann jetzt halt noch die Verbindung zu dem Tunnel. Ja. So, war vielleicht nicht die beste Idee, das jetzt so on the fly zu machen, während der Reaktor läuft, aber passt schon. Ach shit, da wollte ich es machen. So. Genau. Das heißt, wir müssen den jetzt nur noch auf Output stellen. Zack. Gut. Und, so, den hier drüben dann noch auf Output. Das heißt, wenn jetzt die Batterie leer ist, müssen wir an sich nur einmal hier die Kabel verbinden. Und bis dahin macht dann hoffentlich der Reaktor auch genug. Sagen wir es mal so, vor allem, weil er mittlerweile speichert. Ja, da musst du aufpassen wegen dem Bin. Ja, genau. Ah ja, gut, ich kann. Ja, achso, du willst ein bisschen schöner legen. Ja, gut. Das Kabel kommt ja eh dann demnächst weg. Gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Reaktor wird jetzt langsam halt hochfahren. Wir haben den jetzt auf 100% gekühlt. Das heißt, er pendelt sich genau bei der richtigen Temperatur ein. Wird nicht wärmer, wird nicht kälter. 63F, 64F. Cool. Und produziert halt Energie. 65. Das heißt, wenn die Batterie leer ist, schließen wir hier das Kabel noch mit an und reißen die Batterie halt schon mal ab. Und dann lassen wir den Reaktor einfach laufen und im nächsten Stream, was dann wahrscheinlich bei uns ein, zwei Tage Aufnahmezeit sein wird dazwischen, gucken wir uns an, wie wir weitermachen. Und bis dahin haben wir wahrscheinlich auch einiges an Neutronenfluid. Hoffentlich. Apropos, wie viel Lithium haben wir noch? 6000.
Schmeißen einfach ein bisschen Stahlspitzhacken rein. Ich wollte gerade sagen, wir haben so 640 Stahl. 64 Stahlspitzhacken. So. Ja. Dann kriegen wir noch ein bisschen was. Wir müssen uns mal was überlegen, was wir mit dem überschüssigen Kram machen, was wir noch rauskriegen. Aber ja, das werden wir uns das nächste Mal überlegen. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.